Dutzende Gewehre, Pistolen und Munition liegen aufgereiht. Argentinische Grenzkontrolleure haben sie abgefangen, nur wenige Wochen vor dem G20-Gipfel in Buenos Aires. Den großen Fund an zum Teil auseinandergebauten Waffen haben Behörden Operation Geheimes Arsenal getauft. Sicherheitsministerin Patricia Bullrich präsentierte den Fund in der argentinischen Hauptstadt. Wir vermuten, dass ein Teil dieser Waffen nach Brasilien gehen sollte, denn wir konnten finanzielle Verstrickungen nach Sao Paulo entdecken. Empfänger sollten womöglich brasilianische Drogengangs sein, wie Rotes Kommando oder Erstes Kommando der Hauptstadt. Argentinien wird die Staats- und Regierungschefs der G20 vom 30. November bis 1. Dezember in Buenos Aires empfangen. Nach Medienberichten werden rund 25.000 Sicherheitskräfte den Gipfel absichern.